Schau mal, steckt er in seiner Hemdtasche. Wir sollten wissen, wer das Opfer ist. Hans-Josef Lenders, Alter 72, Inhaber des Notariats Lenders. Das ist der Notar von Grünwald. War er schon tot, als er aufgehängt wurde? Pathologie sagt ja. Tod hat ihm anscheinend nicht gereicht. Sollte auch schon wie eine Hinrichtung. Wann? Zwischen 21 und 23 Uhr gestern Abend. Sind ein paar Kameras hier und in der näheren Umgebung. Zeugen? Bei dem schlechten Wetter gestern Abend. Wenn das arabisch ist, dann ist hier eine Stunde der Teufel los. Ist das schon klar, oder? Nichts ist klar. Wenn das arabisch ist. Keine Presse, keine Meldung, kein gar nichts. Hast du verstanden? Wenn das arabisch ist. Das ist kein arabisch, Anton. Das ist hebräisch. Das Notariat Lenders gibt es in der zweiten Generation. Lenders Vermögen wird auf 16 Millionen Euro geschätzt. Erinnere mich noch mal, warum bin ich Polizist geworden? Jewish Art, 2001 gegründet, mit dem Ziel, jüdische Kunst in Deutschland zu fördern. Zwei Jahre lang kommt da nicht so richtig was rum dabei. Bis 2003 Notar Lenders einsteigt. Der spendet 300.000 Euro zum Kauf von Werken jüdischer Künstler. Seither gehört er zu den regelmäßigen Förderern. Wobei wir uns mit der Ausstellung wiedergefunden über das Glück des Zusammenfindens jüdischer Familien und Freunde nach dem Holocaust. Ganz Frau Dr. Lea Adler, die Leiterin. Im Moment in der jüdischen wie auch in der Ausstellungsgeschichte unseres Vereins entschieden haben. Und wiedergefunden ist auch das Thema unserer neuen Initiative. Details dazu gibt es dann morgen bei der Ausstellungseröffnung. Ich danke Ihnen. Frau Dr. Adler? Ja? Seit wann kannten Sie Herrn Lenders? Seit 2010. Seit ich hier bin. Herr Lenders war da schon einer der Förderer. Ja. Ein Kunstfreund, der Gutes tun will. Das hat er sich selbst schon ganz naiv bezeichnet. Mit der Förderung von jüdischer Kunst und Künstlern glaubt er, beides wunderbar miteinander verbinden zu können. Ist es ungewöhnlich, dass einer, der selbst nicht Jude ist, jüdische Kunst unterstützt? Sie meinen, das sollten die Juden lieber unter sich ausmachen? Nein, nicht. Hat ihm das jemand übel genommen? Aus dem Umfeld oder aus der Leitung? Ich verstehe Ihre Frage nicht in dem Zusammenhang. Es gibt Hinweise darauf, dass der Mord an Herrn Lenders einen jüdischen Bezug hat. Was ist denn ein jüdischer Bezug? Was für eine Initiative kündigen Sie morgen an? Es ist eine Initiative zur Rückgabe von Kulturgütern, die jüdischen Besitzern in der NS-Zeit entrissen wurden. Wir arbeiten eng mit der Koordinierungsstelle in Magdeburg zusammen, um die Nachfahren der rechtmäßigen Besitzer aufzuspüren und eine Rückgabe stattfinden zu lassen oder wenigstens die Möglichkeit dafür zu schaffen. Mit Hilfe einer weiteren Spende von Herrn Lenders. Ja. Wer weiß davon? Intern alle, die es angeht. Publik wollten wir es morgen machen. Gut, das war's dann erstmal. Danke. Wiederschauen.